Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Let's Play Beyond Ice. Ich habe gerade mal in der Aufnahmepause geguckt und zwar befinden wir uns gerade im dritten Kapitel von ich weiß nicht wie vielen. Das steht nämlich nicht da und ich habe ja auch nicht weiter geguckt oder mich spoilern wollen oder sonst irgendwas, weil ich ja eigentlich gar nicht wissen möchte, wann das Spiel zu Ende ist, denn ich möchte ja auch ein bisschen überrascht sein und nicht wissen, es hat nur 5 Kapitel oder sowas. Auch wieder so ein Pfad. Meine Stimme ist auch nicht besser geworden. Dort hinten ist wieder was. Das ist so eine Wassersprenkelanlage, oder? Um den Rasen zu sprengen, glaube ich. Gucken erstmal, wo wir hier hinkommen. Wahrscheinlich kommen wir hier entweder nirgendwo hin oder auf den Hauptpfad. Moment, können wir hier rein? Hier ist doch bestimmt wieder ein Gartentor oder sowas. Aber ich kann nicht interagieren. Aber es sieht halt schon so aus, als wäre es sowas in der Art. Also ich konnte das Tor gerade nicht öffnen. Oh, Busch wieder. Da hinten ist, glaube ich, der Hauptpfad. Und wir gehen, also zumindest vom Kirchenglockenklingeln her, anscheinend immer mehr auf die Kirche zu. Vielleicht bilde ich mir das auch ein, aber es wirkt näher als vorher. Wir bleiben dem Hauptpfad aber so gut wie treu. Denn wir sehen ja, hier ist die Stelle. Kommen wir hier auch rein? Nein. Hier ist die Stelle, bei der wir die Folge erst begonnen haben. Das sieht auch ein bisschen aus wie Schwäne, weil die am Schnabel von... Also die haben so einen gelben Schnabel mit so einem schwarzen Rand von dran. Aber auf der anderen Seite sind das keine Schwäne. Schwäne haben viel längere Hälse. Aber sie sind halt weiß. Gibt's weiße Enten? Ich kenne keine weißen Enten. Ich kenne nur diese herkömmlich braun-grünen. Beziehungsweise grauen, je nachdem, welchen Geschlecht sie sind. Und Gänse kenne ich höchstens noch, die weiß sind. Aber die machen nicht solche Spiränzchen im Wasser, glaube ich zumindest. Ich kenne nur Gänse auf Wiesen. Kennt ihr das Märchen Die Gänsemagd? Das war, ich glaube, bei Neverending Nightmares habe ich schon gesagt, dass ich den tapferen Zinnsoldaten mit als eines meiner Lieblingsmärchen in der Kindheit hatte. Und eine meiner Top-Geschichten war... Ach, das gehört auch bloß zum Fluss dazu, sah so komisch aus. War Die Gänsemagd. Ich mochte auch die Verfilmung, ich glaube, es war eine tschechische... Bin ich mir gar nicht so sicher. Die es damals gab. Ich weiß auch gar nicht, ob es mehrere Verfilmungen gab. Oh, wir sind gleich eine Runde um den See rum, oder was? Da freut man sich und schon werden einem Grenzen gesetzt. Kennt ihr die Geschichte um die Gänsemagd? Das könnt ihr mir gern mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr Lust habt. Da hätte Nanny wohl ein bisschen Wasser geschlabbert, wenn er hier vorbeigekommen wäre. Ich hoffe wirklich so sehr, dass die Geschichte irgendein gutes Ende nimmt. Und nicht, dass wir hier noch nach all dem schönen Farbenreichtum und was es hier noch so gibt, dann in Trauer gehüllt werden. Hier kommen wieder die Steine zum Vorschein, die uns nicht durchlassen wollen. Noch mehr Steine? Liegen die hier überall? Nein, hier komme ich durch. Sehr gut. Ich gehe jetzt einfach mal schräg hier mitten in die Walachei, bis wir aufgehalten werden, was nicht sehr lang gedauert hat.
Ah, wie schön das hier aussieht. Die ganzen Blümchen, die hier wachsen. Das sieht ein bisschen aus wie ein angerichtetes Beet, weil das so schön rund gemacht ist. Wenn ich in der Gegend wohnen würde, ich würde hier ständig hingehen. Okay, das wächst zu gerade. Davon haben wir nichts, wenn wir da lang laufen. Dann schauen wir mal, was sich hier noch so ergibt. Ich spiele das alles übrigens seit Folge 1 am Stück. Das heißt, falls irgendwelche Kommentare waren, die mir Hinweise gegeben haben oder sonstiges, die kann ich leider an dieser Stelle noch nicht beachten. Und ich weiß auch nicht, oh, geht das hier komplett zu? Und ich weiß auch nicht, ob ich das Spiel nicht vielleicht sogar am Stück spielen möchte. Um einfach diese ruhige Stimmung, die ich jetzt bei Nacht habe, beizubehalten. Und das Spiel so komplett durchzuspielen, denn ich muss sagen, dieses Vögelzwitschern, die Melodien, die zwischendurch kommen, sind wirklich extrem entspannend. Und es ist bestimmt ein tolles Gefühl, danach dann vollkommen ruhig ins Bett zu gehen und schön zu schlafen. Und nicht schon wieder der blöde Hund. Okay, da kommen wir komplett gar nicht durch. Diesen kleinen Fleck hier möchte ich mal schnell haben. Und seht ihr, das Bild engt sich bei uns gerade ein. Es wird dunkler, je näher wir dem Bösen, sage ich jetzt mal, kommen. Ist das vielleicht eine Straßenlaterne oder sowas? Hier ist ein Zaun, sodass wir nicht an dem Hund vorbeikommen. Eine Schule, oder? Also wenn das kein viel zu laut gestellter Wecker war, dann muss das eine Schule sein. So, damit wir das Gebiet hier komplett clear haben, gehe ich gleich noch mal ein bisschen mehr in die Richtung des Hundes. Oh, so viel dazu. Ne? Komm schon. Vielleicht gehört der Hund ja auch irgendeinem Schulkind, was gleich abgeholt wird oder an uns vorbeiläuft. Ich will nur das Gebiet hier relativ sauber haben. Deshalb mache ich das. Ich will sie nicht quälen oder sonstiges. So. Gut. Dann kommt hier vorne wohl jetzt gleich die Schule. Wir gehen erstmal den Pfad entlang, bis wir auf die nächste Wand stoßen, was schon jetzt anscheinend der Fall ist. Ein Ball. Hallo. Hat sie gerade Hallo gesagt? Hallo. Hat sie Angst? Weil sie läuft schon wieder so geknickt. Hallo. Hier ist ein riesiges Tor. Wir gucken gleich mal, ob wir das öffnen können. Komm hier. Komm hier. Sagt sie, komm her? Wie schon gesagt, Komm hier. Wir probieren erst mal, ob wir das Tor hier öffnen können. Nee, wir können da gar nicht interagieren. Komm hier. Eventuell finden wir den Ball hier gleich irgendwo und können ihn dem Mädchen zurückgeben. Lilly. Ray. Halt! Papa! Oh, der. Lilly hatte mal ihren Ball verloren und brauchte Rays Hilfe. Okay, wir können schon steuern. Und wir haben jetzt an der Stelle gehört, dass sich Ray durchaus... Der Way. Ja, schön, dass du einem blinden Mädchen sagst, dieser Weg und hinzeigst. Aber na gut, vielleicht weiß sie es auch gar nicht. That way.
Hier ist doch alles zu. Und der? Vielleicht kommen wir hier außen rum irgendwie dahin. Wir probieren es mal kurz. That way. Ja, ja. Aber dazu muss ich erstmal zu dem Weg kommen. Liebe Lilly. Und der? Eventuell müssen wir auch einfach komplett zurückgehen. Aber ich hoffe doch so ein bisschen noch, dass sich hier einfach der Zaun irgendwo öffnet. Hier ist eine Bank. Schon wieder so ein blöder Hund. Nee, da gehen wir zurück. Das machen wir jetzt nicht. Ach, hier ist schon direkt der Zaun. Na gut, das hätte ich mir denken können. Oh, was war das? Ach, das waren nur Pflanzen. Ich dachte, das ist was Hingemaltes. That way. Ja, den Weg. Entlang. Oder kann ich hier... That way. Kann ich hier über den Zaun klettern jetzt, da sie mir den Weg quasi zeigt? That way. Nee. Ich gehe mal hier drüben, wo das direkt lang... Nee, sie dreht sich nur. On there. Sie dreht sich nur, das wird nichts. Das heißt, wir müssen hier zurückgehen und gucken, wo im Zaun eine Lücke war. Aber die war doch... Und der. Relativ weit hinten. Und der. Ist der blöde Hund denn da hinten weg oder bellt er uns gleich wieder voll? Nee, der Hund ist hier. Schuh. Wie sollen wir das denn machen? Ich komme hier nicht durch. Ich kann auch mit dem Hund nicht interagieren. Und komm auch... Ja, sie hängt gerade wieder. Und komm auch hier hinten nicht... Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich hier hinten nicht langkomme. Nee. Der wendet sich immer uns zu. Ich habe dort hinten anscheinend irgendwas übersehen. Beziehungsweise ich gehe mal den Zaun ein bisschen genauer ab. Eventuell ist hier einfach ein Tor irgendwo dazwischen gewesen. Es ist mir einfach eine Motte. Wahrscheinlich dieselbe vom letzten Mal. Aus T-Shirt geflogen. Ihr könnt froh sein, dass ich nicht geschrien habe vor Schreck. Ekelhaft. Bäh. Jetzt war ich hier mit offenem Fenster. Ich habe zwar Fliegenfenster dran und sowas, aber mitten in der Nacht sitze und die finden ihren blöden Weg immer durch. Keine Ahnung, wie sie das machen. Und ich habe auch keine Ahnung, wie ich das hier machen soll. Können wir ihr nicht irgendwie zu verstehen geben, dass wir nichts sehen? Oh, der. Nee, sie zeigt einfach weiter hier rüber. That way. That way. Huch. Fortsetzen. Ich habe bloß wild auf den Knöpfen gedrückt. That way. In der Hoffnung, den richtigen zu finden. Aber wir kommen doch hier gar nicht lang. On there. Ich bin wirklich überfragt. Wir gehen... Oh, there. Wir schauen sie jetzt gleich nochmal ganz genau an. That way. Aber sie zeigt einfach da lang. That way. Ich kann hier mit dem Zaun nichts machen. On there. Da hinten kommt gleich wieder der andere blöde Hund. Was machen die ganzen Viecher eigentlich hier? Ich kann hier auch nicht rüber. That way. Hier in der Mülltonne ist nichts. That way. Und hier hinten kommt gleich der Hund, glaube ich.
Oder warum habe ich das hier nicht weitergemacht? Ja, der Hund. Hier ist Busch. Da ist ein Zaun beim Hund. Okay, wir gehen einfach mal ganz nah am Zaun vorbei. Hier ist eine Bank. Ich hoffe ja, dass wir den... Hier ist ein Eingang, oder? Ach du Heilige, dieses riesige Gebiet müssen wir jetzt ablaufen. Das ist ein Spielplatz, oder? Der Wahnsinn. Wow, eine Wippe. Ich hoffe, dass wir Lilly dann dort noch rausholen können. Und dass sie vielleicht mit uns hier ein bisschen spielt oder sowas. Das wäre doch mega cool. Eine Schaukel. Und so ein Zweier-Schaukeldingens. Oh, die sind leider kaputt, die anderen Schaukeln. Aber na gut. Das ist ja richtig cool. Zwar schade, dass dort die Schaukel kaputt ist. Aber können wir damit interagieren? Leider nein. Was gibt's hier hinten noch so? Was? Ich wollte gerade sagen, wird uns nicht hier mal irgendwo eine Grenze gesetzt? Ist ja der Hammer, wie riesig das Ding ist. Ja, ich weiß, sie will ihren Ball und wir holen ihr auch gleich den Ball. Aber ich würde hier gern so ein bisschen das Gebiet quasi abstecken. Wo denn hier die Grenze von dem allen ist? Ah, hier kommt der Zaun das erste Mal. Und hier, ne? Ist der relativ große Eingang. Und dabei haben wir noch gar nicht das alles da hinten erkundet. Ich weiß auch gar nicht genau, ob ich jetzt umkehren soll und hinter dem Spielplatz, also hier auf der rechten Seite von mir gerade, ein bisschen weiter suchen soll. Denn ich würde ja gern das gesamte Gebiet hier sehen. Und nicht bloß den Ausschnitt. Eine Rutsche. Oh, und eine Bank. Vielleicht... Oh. Und Mülleimer. Ah, hier geht der Zaun auf und ein Stück weiter. Ich möchte hier rum. Und gucken, ob der Zaun hier komplett zugeht. Ja, hier kommt, glaube ich, die Steinmauer, oder? Oder? Hier ist ein weiterer Weg. Ich werd verrückt. Wo sollen wir nur lang? Ich würde sagen, dann holen wir doch zuallererst Lillys Ball. Indem wir hier irgendwo lang gehen müssen. Kommen wir überhaupt nicht mehr darüber zur Schaukel? Haben wir ja ein relativ großes Gebiet ungeklärt. Ach, da ist sie schon wieder. Na, wir kommen bestimmt auch wieder zurück. Dann machen wir das später. Und gehen erstmal hier den Pfad lang, um zu gucken, was sich hier so alles befindet. Und sie sagt, sie hat hier irgendwohin den Ball geworfen. Hier liegt er auch schon. Ich will bloß zur Vollständigkeit halber hier hinlaufen. Können wir den nehmen? Okay, den haben wir in der Hand. Den müssen wir jetzt bestimmt zurückbringen. Ich möchte aber gern noch wissen, was sich hier so befindet.
Aber hier geht's anscheinend direkt hinab ins Wasser. Und ich muss mal nebenbei kurz meine Flasche zumachen. Oh Gott, ist mir mein Deckel runtergefallen. Das mache ich wohl nachher, wenn ich eine Aufnahmepause mache. Denn ich möchte nicht, dass mir eine Motte in meinem Wasser rumschwimmt. Und ich sie dann vielleicht noch mittrinke. Können wir hier komplett den See nochmal umrunden? Nee, können wir nicht. Also es fühlt sich tatsächlich so ein bisschen Open-World-mäßig an, da man wirklich an jede Stelle hier laufen kann und im letzten Augenblick erst gebremst wird bei dem, was man tut. Ah, hier ist die Mauer, die wir hinten haben. Hier ist... Ah, das ist der Pfad wahrscheinlich, den ich erst begehen wollte. Und dann doch nicht. Moment, wisst ihr, was wir da tun? Wir gehen erstmal hier entlang und clearen das ganze Gebiet und gehen dann den Mauerweg entlang, denn wir müssen ja sowieso außenrum, um komplett aus, also um diesen Zaun rumzulaufen und dann wieder zu Lilly zu kommen. Ich glaube aber, dass sich hier nicht mehr viel bewegen wird, und zwar genau, dass hier ganz, ganz viele Büsche einfach nur kommen. Dann haben wir das Gebiet hier hinter der Rutsche aber immer noch nicht geklärt. Wir tun das trotzdem. Wir gehen jetzt zurück zu diesem Mauerweg, latschen den entlang, dann haben wir das nämlich komplett, dieses Gebiet. Gehen dann, wenn wir beim Mauerweg da hinten rauskommen, nochmal zur Rutsche, um das Stückchen dort anzugucken. Eventuell verbirgt sich dort auch noch ein cooles Spielinstrument. Spielinstrument? Ihr wisst, was ich meine. Na, geh hier außen rum. Und die gute Lilly denkt sich bestimmt, mein Gott, wo bleibt die denn mit meinem Ball? Wenn jetzt hier nochmal diese schöne Musik von erst wäre, das wäre natürlich traumhaft gewesen. Und die Art, wie sich dieses Level hier aufbaut, erinnert mich an irgendein anderes Spiel. Ich weiß aber nicht, welches das ist. Ich habe es nur nebenbei im Kopf, dass ich das auch so... Ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll. So schattenmäßig aufbaut. Aber nicht komplett so. Kommen wir überhaupt um das hier rum? Ich glaube, nein, oder? Oder können wir hier durchlaufen? Nein. Doch. Hui, sehr gut. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich mich an irgendeiner Stelle hier festbagge. Und das dann neu lade, aber keine Sorge. Ich würde euch das nicht antun, dass ihr das nochmal alles mit anschaut. Das würde ich ganz allein für mich und auch fein säuberlich machen, ohne dass dann irgendwelche Stellen noch frei sind. Würde ich das nämlich privat spielen, ohne dass mir jemand zuschaut, würde ich das tatsächlich machen. Dann würde es keine solche lila Stellen mehr an den gewissen Plätzen geben. Ne, komm hier durch, genau. Aber wenn ich nebenbei auch so auf die Uhr gucke, liebe Leute, dann sehe ich, dass eigentlich unsere Zeit für diese Folge schon wieder abgelaufen ist. Und deshalb würde ich sagen... Machen wir eine kleine Aufnahmepause und legen in der nächsten Episode wieder los mit Let's Play Beyond Ice. Bis dann. Tschüss.